Ja, hallo und willkommen zurück in der Echo-Höhle. Natürlich beim Let's Play von Fiesta Online. Wir sind immer noch in der Höhle und kloppen Kupfererz. Um es nicht so langweilig zu machen, habe ich ja in der letzten Folge angefangen, ein bisschen über Politik und so zu quatschen, weil ja sowieso die Wahl kurz vor der Tür steht. Naja, und ich wollte halt noch verraten, mit wem oder wenig wähle, habe ich schon verraten. Auch wenn man es nicht verraten muss, ist klar. Aber hopp da, was Schwarzpulver, juhu. Aber Entschuldigung, hab dich einen Schluck auf. Aber den Faden habe ich auch noch verloren. Ach so, ja, wie gesagt, es ging um die SPD. Die haben ja mal, wie gesagt, bei einer Wahl meiner Meinung nach gelogen. Und deswegen will ich die nicht wählen, weil die halt recht kurz, wie gesagt, da bin ich ein bisschen kurz angebunden, wenn mich jemand belügt, dem vertraue ich so schnell nicht mehr. Wo das war? Bei der Mehrwertsteuererhöhungssache. Das war schon recht merkwürdig. Involviert waren ja SPD und CDU in dem Moment, weil die ja dann die Regierungspartei, eine große Koalition gebildet haben. Vor der Wahl hat sich die CDU hingestellt und gesagt, ja, Mehrwertsteuer müssen wir erhöhen, und zwar um 2%. Die SPD hat sich hingestellt, nein, Mehrwertsteuer wird auf keinen Fall erhöht. Auf keinen Fall erhöhen wir die Mehrwertsteuer. Ja, dann sind die in Koalitionsverhandlungen gegangen, müssen natürlich einen Kompromiss finden und kommen hinterher wieder raus, ja, wir haben einen Kompromiss gefunden, wir erhöhen um 3%. Zwei, beziehungsweise der Durchschnitt von oder der Kompromiss zwischen 2 und 0 ist eigentlich eines, nicht 3%. Das heißt, entweder hatte die SPD da noch mehr noch überhöhtere Vorstellungen als normal. Kann natürlich auch sein, dass die CDU von Haus aus noch ein bisschen höher stellen wollte, aber es ist, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen wegen Beschiss. Deswegen, nee. SPD lassen wir. CDU fällt in dem Moment genauso weg, wobei die aber wenigstens gesagt haben, ja, wir erhöhen da die Steuer. Insofern alles okay. Beziehungsweise nicht okay, aber insofern würden, wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann wahrscheinlich eher die wählen. Oder wenn ich nur die Wahl hätte zwischen den beiden. Vermutlich würde ich das auch unabhängig davon machen, weil, naja gut, Steinbrück und Merkel ist wahrscheinlich auch wieder mal eine Wahl zwischen Not und Elend. Aber bei der Merkel weiß ich wenigstens, woran ich bin. In den letzten 4 Jahren oder in der letzten Amtszeit ging es mir auf jeden Fall zwar nicht besser, also das kann ich auf jeden Fall nicht behaupten, aber es ging mir zumindest nicht schlechter. Insofern, ja, wenn ich nur die Wahl hätte zwischen diesen beiden, dann würde ich doch lieber die Merkel nehmen. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen, das muss jeder selber entscheiden für sich. Weil muss halt jeder wissen, ob er wirklich so ein Mädel, naja, Mädel kann man es glaube ich nicht nennen, so etwas oben haben will, sagen wir es mal so. Wirklich mögen tue ich sie nicht. Aber wie gesagt, ich wähle lieber das Lot als die Elend. Andersrum. Nee, oder? Nee, okay, passt schon, ist egal. Auf jeden Fall beide scheiße, aber Merkel ein bisschen weniger scheiße. Meine Meinung. Meine persönliche Meinung, wie gesagt. Ihr dürft wählen, wen ihr wollt. Wenn ihr denn wählen dürft, wenn ihr schon alt genug seid. Seid das noch nicht, würde ich euch empfehlen, später auf jeden Fall euer Recht zu nutzen. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Was gibt's denn eigentlich noch vor Wahlen? Also, wie gesagt, sind alles persönliche Meinungen. Also nicht böse sein, ich bin, sind halt meine persönlichen Meinungen. Wir hätten zum Beispiel, ja, SPD haben wir abgehakt, CDU haben wir auch abgehakt, CDU, CSU ist ja fast dasselbe, nur dass halt merkwürdigerweise die CSU nur in, Dings gebumst ist, in Bayern, und, der Rest halt von CDU dominiert wird, aber trotzdem, die beiden Parteien es scheinbar nicht hinkriegen, sich einfach zu fusionieren. Zu einer richtigen, normalen Partei. Weil technisch gesehen sind die ja auch immer nur eine Koalition. Was haben wir dann noch? Wir haben die Linke. Tja, was sagt man dazu? Naja, ich, wie die meisten ja wissen, ich bin Ossi. Es gibt immer noch viele, die hier im Osten die Linke wählen, aber ich war und ich bin auch kein Freund von denen, weil damals zu DDR-Zeiten, wir brauchen nicht sagen, also es lief bei weitem nicht alles gut.
Und es wird auch bei Weitem nie nicht alles gut laufen. Nach wie vor nicht und heute nicht und morgen nicht und überall nicht. Dann, ja, was hätten wir noch? Piraten, habe ich ja schon gesagt. Die werde ich höchstwahrscheinlich wählen, sofern ich mich nicht doch nochmal umentscheide. Weil die, ja, iHoney hat den Heiratsantrag von Extinct angenommen. Glückwunsch. Weil die einfach mit meinen Überzeugungen am besten übereinstimmen. So. Dann AfD, diese neue hier, was Alternative für Deutschland heißt ja ausgesprochen. Die wären vielleicht eine Option, allerdings sind die ein bisschen zu eurokritisch, meiner Meinung nach. Klar, dass in der Eurozone jetzt nicht alles perfekt läuft, das braucht man nicht so sagen. Dass wir hier alle hier permanent Griechenland unterstützen und dafür dann einfach noch ja, in Arsch getreten bekommen, noch schlecht gemacht werden. Wir schieben den Geld in den Hintern, großteilig wirklich. Aber die ja, danken uns mit einem Arschtritt dafür, muss ja auch nicht sein. Aber deswegen gleich zu sagen, ja, wir treten aus der Eurozone aus, wir wollen die D-Mark wieder. Ich meine, was wir haben, haben wir. Ob das nun unbedingt besser wird dann hinterher, wer weiß es. Wer weiß es. Und letzten Endes, gut, momentan sieht es so aus, dass wir momentan die Leute unterstützen, weil wir halt die Starken sind. Aber bis zu einem gewissen Grad gehe ich da auch mit. Wenn ich jemandem helfen kann, dann mache ich das, soweit es mich nicht extrem belastet. Die Belastungsgrenze ist natürlich so langsam erreicht. Also wenn jemand aus der EU austreten sollte, wäre das dann irgendwann Griechenland, bevor die ihren Haushalt wieder richtig stabil haben. Weil Tatsache ist, die ziehen ja nicht nur sich, sondern eigentlich alle. Warum misst mich hier was? Hier greift mich tatsächlich noch was an. Level 30 sind die. Die Magiebücher. Ach ja, stimmt, die waren ja extrem hoch. Die sind ja auch in der Silbermine zu finden. Und standen auch hier irgendwie rum. Warum auch immer. Naja, jedenfalls, wie gesagt, lieber Griechenland raus als Deutschland. Den Euro brauchen wir noch. Und die Griechen, ich sag mal so, solange sie wenigstens versuchen, mag ja alles schön und gut sein, aber sie sehen es ja teilweise nicht ein. Sie gehen, was weiß ich, mit 40 oder 46 oder sowas in Rente. Wundern sich, dass sie hinterher kein Geld haben. Ist nicht bei allen so, ich weiß. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Deutschland, wir arbeiten halt deutlich mehr. Beziehungsweise die arbeiten. Gibt natürlich auch bei uns ein paar Ausnahmen. Manche wollen nicht arbeiten. Die meisten haben halt eigentlich einfach keinen Job. Wobei sich die Arbeitslosenzahl schon deutlich verringert hat. In letzter Zeit glücklicherweise trotz Krise. Muss man erstmal hoch anrechnen in Deutschland. Das rechne ich jetzt keiner Partei an, sondern der deutschen Wirtschaft. Ja, sehen wir mal weiter. Denn die Grünen. Grünen ist auch noch eine Partei, da könnten wir auch noch drüber reden. Ich bin absolut für Umweltschutz. Ich bin auch absolut dafür, dass wenn kein Umweltschutz oder kein verstärkter Umweltschutz eintritt, dass das letzten Endes nur auf Kosten von uns allen geht. Ich bin aber nicht dafür wahnsinnige und drakonische Dinge einzuführen. Wie es damals war, diese 5 Euro Sprit, letzten Endes, wie gesagt, solange es notwendig ist, konkurrenzfähig zu bleiben, das heißt, man muss kleine Schritte da machen. Ist ja alles schön und gut. Ich meine, eine Umstellung auf alternative Energieformen ist klar, sollte machbar sein, sollte notwendig sein einfach. Aber das dann muss nicht alles mit dem Druck sein und man muss dann nicht sagen, ja, okay, die und die kriegen jetzt keine Subventionen mehr oder die und die kriegen jetzt keine Hilfen mehr, nur weil die mit Kohle feuern. Man muss auch nicht sagen, ja, wir führen jetzt eine Ökosteuer ein, auf die Mineralölsteuer noch oben drauf, dann da drauf noch die Mehrwertsteuer, sodass da unser Sprit halt dreifach versteuert wird, weil teurer Sprit, weiß ja jeder, ist auch eine Wirtschaftsbremse. Irgendwo muss das Zeug ja hin und her gefahren werden. Naja, wie gesagt, die Grünen sind nicht wirklich die Partei, die ich wählen möchte. Wer es möchte, kein Problem. Ich kenne da auch einen. Aber ja, jeder hat seine eigenen Meinungen. Was hätten wir noch? Ach ja, NPD.
Ich sag da mal nichts zu. Ich kenne viele, die, wenn sie wählen, wahrscheinlich die NPD möglicherweise wählen werden. Aber ob das jetzt nun eine gute Alternative für Deutschland ist, sei dahingestellt. Dann hätten wir noch die PDV. PDV? Partei der Vernunft. Ist noch relativ klein, sagt man eigentlich nicht so viel. Außer eben, dass er. Naja, dass er halt gegen die GEZ sind. Die haben ja zum Teil auch die GEZ-Demos mit organisiert und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, deswegen wären die eigentlich, wenn da die Piraten nicht wären, auch eine Alternative für mich. Weil, wie gesagt, diese GEZ-Abzocke hat sich irgendwie aufs Tiefste. Wer mich da persönlich kennt, der weiß das. Ich sehe nicht ein, warum ich für etwas bezahlen soll, was erstens scheiße ist. Vom Programm her. Ich meine, die sind doch teilweise schlechter als ich und das will was heißen. Und zweitens, naja. Wie gesagt, ich nicht nutze, weil es eben scheiße ist. Ich meine, hier, meine Videos, habt ihr die Wahl. Guckt sie an oder guckt sie nicht an. Wenn er sie nicht anguckt, Leyara hat sich den Titel Dauertod verdient. Glückwunsch. Das war natürlich gewollt, nehme ich mal ganz schwer an. Wie gesagt, entweder schaut euch meine Videos an oder nicht. Aber ihr müsst nichts dafür bezahlen. Weder wenn er sie anschaut, noch wenn er sie nicht anschaut. Ich mache quasi eigenen Content und will dafür kein Geld haben. Zumindest nicht von euch. nee, aber wie gesagt, das ist doch Schwachsinn. Und sich da noch hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja ein Service und das ist ja eine Demokratieabgabe. Ja, schön und gut. Die PDV war also ziemlich die einzige, die wirklich sich richtig dagegen ausgesprochen hat. Mittlerweile sagt die FDP, die haben wir nämlich auch vergessen, auch noch, dass da eventuell noch was oder dass da wieder was geändert werden soll, weil das nicht so hinhaut. Aber ja, wie gesagt, ob das jetzt nur Wahlsingsang ist oder nicht, bei der FDP weißt du das auch nicht so hundertprozentig oder nie so hundertprozentig. Nichtsdestotrotz kann man sie auch wählen. Ich sag mal so, sie wären vielleicht auf der wenn ich eine Liste machen müsste, von wähle ich auf keinen Fall und hier könnte ich als Wahlkreuz akzeptieren, würden sie wahrscheinlich auf Liste 2 landen. Die könnte man akzeptieren. Aber naja, wie gesagt, solange es noch bessere Alternativen gibt, nehmen wir die. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall, wenn man es kann, eben diese Alternativen eben auch nutzt. So, wir haben ein bisschen gebuddelt, das restliche Schwarzpulver lassen wir einfach liegen. Weil ich will jetzt nicht hier 2-3 Folgen über Politik quatschen. Weil Politik ist bekanntermaßen langweilig. Und wenn ich es erzähle, gleich gar. Und deswegen gehen wir erstmal in Richtung Elde, genau, in Richtung Elde. Legen da das Kupfer erst normal ins Lager, genau wie das Glanzpulver und auch dieses Schwarzpulver. Ich hoffe nochmal zumindest, dass man das ins Lager legen kann. Und ja, dann sehen wir mal weiter. So, plopp. Aha, okay. Kaufe 5 Fortschritte, Stärke 10, Gas 15 auf 25. Hab ich nicht. Ja, solche Ringe sind natürlich top. Sau selten und sau teuer. Ich habe keine. Aber wenn ich einen hätte, würde ich ihn auch nicht verkaufen. Zumindest nicht, solange ich noch irgendeinen Schau habe, der den eventuell anziehen kann. Oh, das leckt aber halt wieder. Ist ja in Elde immer schlimm. Da haben wir auch schon wieder den ersten Goldschwimmer. Einfach ignorieren. Ups. Ne, hab doch einen richtigen ignoriert, okay. Und gleich als Goldschwimmer melden. So. Braucht kein Mensch. Dann legen wir die hier ins Lager, weil die Zähne brauchen wir auch zur Rollenherstellung. Das ist eigentlich fast das Wichtigste mit. Alles andere, auf alles andere können wir mehr oder weniger verzichten. Dann haben wir nochmal Zähne. Das Goldpulver geht, das Schwarzpulver geht hier rein. Wo ist es? Normale Kupfererz ebenfalls. Glanzpulver können wir glaube ich auch reinlegen. Jawohl. Dann gucken wir mal weiter. Hier, sonst haben wir nichts, was erstmal ins Lager verschwinden soll. Das heißt, wir gucken mal zum nächsten Händler.
verkaufen erstmal den Rest, den wir nicht brauchen. Das wäre, da steht Stand der Goldsperre übrigens, das wäre zum Beispiel die anderen Kupfererze. Kaufen. So. Die hier wollten wir verkaufen. Das weg, das weg, das weg, das weg. Wir haben ganz schön was gebuddelt. Den Topaz behalten wir auch mal. Was müsste gewesen sein? Das Zeug hier, Antibiotika, und ich behalte es mal gegen Gift. Setze ich eh nie ein. Tu mal weg. Medizintrank auch. Die Antibiotika behalte ich mal. Können wir ja irgendwann mal mit draufhauen. Die schadet zumindest nicht. Und alles andere sehen wir weiter. Das Ding ist einfrieren Krieger. Nein, brauchen wir nicht. Kann ich natürlich nicht. Okay. Muss halt erstmal reichen. Gut, in der nächsten Folge werden wir mal schauen, gehen wir einfach in die Mine, und zwar in die Silbermine, und holen uns noch das Silber, und dann machen wir halt doch mal einen Mondscheingraben ein bisschen weiter. Bis denn, ne? Tschüss.